Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute fahren wir nochmal die S2 Sightseeing Land, um diese Aufgabe zu erledigen. Diese wird dementsprechend halt auch abgeschlossen, da wir jetzt beim letzten Mal einen weiteren, den ersten Fahrer mit dem ersten Bus hier raufgeschickt haben. Wir sind hier bei 1 von 5 Assen, sprich wir bekommen höchstwahrscheinlich noch ein weiteres Ass am Ende dieser Folge und müssen dementsprechend im Anschluss daran nur noch 3 allgemeine Fahrten machen, die wir komplett frei entscheiden können. Mal schauen, vielleicht werde ich das dann mit dem Zufallsgenerator machen, wäre ja drin. Ich würde sagen, wir starten den ganzen Bums einfach mal, beginnen die Fahrt von Sightseeing Land mit der S2. Genau. Kein sonderlich großer Unterschied, aber warum blinkt denn jetzt das alles hier auf? Weil wir die nur nehmen konnten, ich verstehe. Genau, wir beginnen die Fahrt wieder mit dem. Wir nehmen wieder den MAN Line City A37 in der lila Lackierung. Wir sind im Loop und wir starten. Und wir haben Regen. Das ist wunderbar. Dann müssen wir ja auch nur aufpassen, dass wir nicht gegen irgendwie den Haufen fahren. Wir können ja mittlerweile die KI, wie verrückt sie unterwegs ist. Ich frage mich, ob wir dann auch jetzt im Regen Fernlicht anschalten müssen. Was heißt müssen? Sollten, um dafür Punkte zu bekommen. Gang ein, Licht aus, Licht an. Haben wir das Licht jetzt an, dann müssen wir noch Parkbremse lösen und können dann den Scheibenwischer angemacht haben. Auch schon eben fix rüber. Und holen die Leute vom Zopf ab. Und ich habe vergessen, noch den Tempomat einzuschalten. Was ich jetzt hiermit erledigt habe. Dann können wir auch dahin gehen. Keine Probleme, wenn wir zu schnell fahren. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Wir wollen doch noch rein mit. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstandard drucken. Ich glaube, Sie blockieren die Tür. Danke. Dankeschön. Wer blockiert die Tür? Niemand. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Hier ist ein Hund. Für die Abwechslung wäre mal ein Hund interessant. Dann wollen wir mal los zur Peace Cobalt Range, oder? Nächster Halt, Peace Cobalt Range. Warte mal. Ich wusste ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wo es jetzt hingeht. Mal zu unserer beliebten Peace Cobalt Range. Jetzt probieren wir zumindest aussteigen. Mal schauen, ob wir jetzt auch wieder weiter leveln. Ganze 2 Level. Wir sind schon Level 9 bei der Peace Cobalt Range. Das ist natürlich schon nice. Hätte ja schon wieder 4 Minuten zu dort sein müssen. Ne? Ich muss mal gucken, ob es dann irgendwie ein Achievement gibt. Zwecks.
hoch, ob man eine bestimmte Anzahl an Bushaltestellen auf Max bringen muss. Ob es dafür ein Achievement gibt. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, das so, das vielleicht so das endgültige Goal. Nachtsteam. Was auch immer da gerade passiert. Super lost. Die Page ist komplett schwarz geworden. Und der Rest existiert noch. Sehr merkwürdig. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich die beiden reinschicken. Tag, Standard, okay. Okay, danke. Und da ist eine Fahrkarte bitte. Steam auch schon wieder. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Und hier, bitte. Und dann warten wir wieder 2 Minuten. Boah, das ist Wartezeit ist mehr als Fahrzeit gefühlt. Hab ein bisschen zu lange gewartet, aber gar kein Problem. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Okay, fernlich sollen wir sogar auch hier anmachen, aber da ist das Schlagloch. Okay. Heißt im Regen auch Fernlicht auf den Landstraßen. Zumindest machen wir es einfach mal so auf den Landstraßen, also hier auf den Städten, oder auch, vor allem auch in den Städten oder in den Dörfern, besser gesagt. Sonst lassen wir es mal durchgehend, auch wenn wir Leute blenden prinzipiell. Das für uns keinen signifikanten Unterschied macht jetzt hier in diesem Fall. So, da wir mit dem Fernlicht noch ein bisschen was sehen und jetzt nicht so wie bei Nacht, wo wir dann ja doch schon besser sehen mit Fernlicht. Beziehungsweise wo wir auch schon ohne Fernlicht was sehen, mit einem Licht, normalen Licht. Da machen wir dann das Licht wieder aus, wenn dann hinten kommt. Also hier können wir die Lichter, können wir ja auch um das Fernlicht dann doch schon ziemlich gut die Schlaglöcher erkennen. Und einsteigen. Eine Dame.
Ich brauche Senior drucken. Ich brauche einige Fahrkarten, Tag, bitte. Senior, zwei Stück drucken. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzelstandard drucken. Wir gehen aber eben fix rüber und schnappen uns das Ticket der Dame. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt die Unzi. Dann machen wir mal zur. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Ja, genau, zur Bootsbauergasse mal wieder. Ja, ich denke, da wir keine wirkliche Mission haben hiernach, abgesehen von, naja, Asse einfahren, werden wir dann einfach die nächsten Folgen halt, oder die nächsten Bussen mit 18 Videos halt per Zufallsprinzip fahren. Das war halt quasi wirklich komplett random. Ganz komplett random die Routen abfahren, aber wir keinen wirklichen Bedarf haben. Hm. Oder keine Aufgabe haben, welche wir jetzt gezielt fahren sollen. Der Anübergang hier vorne war echt bisher immer richtig begabt, ne? Ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir da standen da schon mal jemals wirklich davor. Ich glaube nicht, oder? Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern. An die Bahnübergänge bei den Getreidesilos, da kann ich mich auf alle Fälle daran erinnern, dass wir dort mal das halten mussten und warten mussten. Aber dort, an dem Wandelbahn kann ich mich nicht besonders erinnern. Aber könnte ich mich nicht daran erinnern? Ich behaupte einfach mal, nein. Dass wir halt dort nicht halten mussten, dass wir dann noch durchgekommen sind, halt das eine Mal. Gleich wieder super über die Autobahn zu fahren hier bei dem. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Ja, Busbau, das sind wir jetzt auch wieder relativ pünktlich. Gar nicht so schlimm mit dem Auto, weil dadurch haben wir dann mal wieder ein bisschen Sekunden verloren, auch wenn wir weitergefahren sind. Tja, wenigstens hätte ich heute meine Blumen. Eins, zwei, ich brauche drei. Eine Fahrkarte. Bevor ich ihn wieder vergesse. Hey, wo hab ich denn? Hier ist die Fahrkarte. Oh nein, ich hab sie verloren. Na klar, hab ich Ihnen schon gezeigt. Oh, was? Ne? Ach so, hier. So, zack, hier, Tagstandard drucken. Danke. Oh, das war's. So, dann können wir ja auch fast wieder weiter. Eine Kollegin von uns. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Und hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar.
Dann wollen wir mal zur Südspeicher. Gesundheit. Haben wir auch zum Glück wieder massenhaft Zeit. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich meine, gestern war hier keine Baustelle, oder? Aber das ist nicht ganz so verachtet. Ich glaube nicht. Das ist ja doch eher zufallsprinzipmäßig zu sein. Und jetzt doch nichts fest installiertes. Jetzt ehrlich auch ein bisschen gewundert. Wenn noch sowas nachhaltig vor allem im Nachhinein reingepatcht wird. Aber es war schon auffällig. Auffällig häufig. So würde ich es zumindest bezeichnen. Ich würde es leider mal hinterher. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Es ist sogar... Moment. Da hast du immer nur von Folgen geredet und nicht von Staffeln? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher auf. Ich bin ja gespannt, wie so die ja quasi die Gischt, die quasi beim Fahren im Regen hinten rausfliegt, dargestellt wird im neuen Teil. Da wird es vermutlich nochmal auch ja Sound, danke. Wird es dann vermutlich auch wieder Videos auch zu geben zu dem wettermäßigen auf dem Mastergon-Kanal. Wurden ja schon einige Busse vorgestellt, auch die Karte, dessen Namen ich einfach auf dem Schirm habe. Nächster Halt, Südspeicher. Oder sind die gar nicht so zufallsgeneriert, die Baustellen, sondern eher quasi Session-mäßig simuliert? Eine Fahrkarte bitte.
Wobei das wird keinen Sinn ergeben, da wir ja eben, glaube ich, keine gesehen haben. Wo sie vorher war. Danke. Hier. Hier. Aber man weiß ja nie, ne? Dann wollen wir mal weiter. Zwei zurück zum Zopp. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ah, nee. Wir dingsen ja nochmal durch die Innenstadt. Was kommt da jetzt erst? War ja was. Ich überlege mir einen Grund zu schaffen. Echt? Kommt, also. Aber jetzt halt, wo ich auch wirklich weiß, dass, die Aufnahmen schon ein bisschen. Stand da nicht vorher Free dran? Oder konnte Free? Jetzt die kommt noch. Free. Also, rather Free. Aber wo ich weiß, dass das Bustimate 18 eigentlich nur geleckt hat, weil naja, OBS Studio so bescheiden ist. Ich weiß nicht mehr so vorteilhaft ist wie Streamers OBS. Passt das wiederum auch, weil da ist jetzt nur das natürlich mal so die Bammel, dass es dann halt bei bis zum Mathe 21 noch schlimmer wird. Fast ein bisschen zu spät, jetzt war noch gebremst. Nehmen wir jetzt erst zum Hauptbahnhof, dann fahren wir zur Pferdemühlengasse, dann fahren Winter wir zum, der Leidenschaft ist auch nach 5000 zur Kathedrale so und danach spannend. Fahren wir erst ins ZOB. Ich ganz vergessen, dass das ja nicht am Anfang war, sondern am Ende erst kommt. Hier muss ich raus. Du musst ja raus, die halten ja gar nicht. Du musst hier garantiert nicht raus. Du willst hier vielleicht raus, aber raus kommst du hier nicht. Schon heftig, wie früh wir auch da sind werden wieder. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Jetzt, wo wir endlich mal rübergekommen sind.
Boah, wir Abzüge bekommen, auch wenn es eigentlich nicht so relevant ist. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Da müssen wir mal ganz hin. Also gut, das ist ja mal wirklich Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben einfach Zeit. Kein Zeitdruck. Wir müssen uns hier mal nicht ganz so hetzen. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ich hier gerade jetzt die Festplatte wieder hier komplett absolut massakriert. Danke. Tja, wenigstens muss ich heute versperren die Tür. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Wo hab ich denn? Hier, bitte. Klar. Was war denn ich habe Ihnen meine habe ich Ihnen schon gezeigt. Augenblick. So, wir nehmen einfach mal alle mit. Da. Hier bitte. Und wir haben ja Zeit, dass wir losfahren müssen erst wieder. Den wollen wir mal weiter. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ach doch, zentraler. Wir haben hier gar nicht gehalten. Wir sollten bei einer Felge was halten. Alles klar. Ich dachte, das wäre so. Nun denn, ich kann mir auch nicht machen, wenn, was für eine Route das war, was wir alles befahren mussten und was nicht. Weil es waren nicht mehr ganz so viele wie jetzt bei der Stadttodelfahrt, aber whatever. Dann war es wohl nicht mehr die Pferdemühlengasse. Lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... Ja. Echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Fucking Windhof. Aber dann sind wir auch gleich mit dem Zopf angelangt und dann können wir auch diese nasse Tour beenden. Direkt voran hier, also der Wahnsinn, das sind Träumchen. Ich werde noch direkt weiter vorgelassen. Manche Leute einfach komplett ignorieren, dass es regnet und dass sie gar nicht juckt und manche es komplett juckt. Vielleicht mal vorher, jetzt würden die Leute noch komplett quer rüberlaufen. Und nicht unter Führung nutzen. Ja, da sind wir nochmal gegengefahren. Halb so wild. Die haben noch genügend Kohle.
Den Müll nehmen wir in der Busgarage mit. Etwas zu nah im Gegenverkehr. Den Geschmack der KI. Schnappen wir uns den Müll. Wahnsinn, zweimal Müll. Okay, dann nehmen wir den Müll halt doch ganz am dreimal Müll. Das ist ja mehr als sonst. Pisco Range plus 1. Wir haben auch noch mal hier das Ganze hier von 9000 auf 12.700 gedingst. Erhöht. 617.000. Wir kommen noch mal an die Millionen ran. Hallo? Wunderbar. Heißt, wir müssen nur noch 4 weitere Fahrer auf die Strecke bringen. Belastend leider nur ein Lehrling. Ja gut, dann müssen wir auf alle Fälle jetzt noch weitere, ne, wir müssen noch so lange einfach random durch die Gegend fahren, bis wir hier 4 Stück haben. Also 4 Busfahrer. 4 weitere Asse, so meine ich das. Ich schaue mal einfach nach, was für Achievement wir denn noch so während der aktiven Fahrt bekommen können. Was unsere Ziele sein könnten. Also alle Missionen beenden, Level 25 erreichen. Das mit dem Collector Route ist eigentlich irrelevant. Connect all Bus Stops to your Route Network. Das ist halt die Frage, ob hier noch welche dabei sind, die wir gar nicht machen können, weil hier sind auch viele da, die nur mit der Map Expansion möglich sind. Ich glaube, viele davon können wir gar nicht mehr erreichen. Auch vielleicht jetzt mit der Mission nicht. Wir werden einfach alle Missionen fahren, die wir fahren können und mit dem Achievement müssen wir quasi abschließen. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal fahren wir, wie gesagt, mal versuchen eine Strecke aus mit dem Random Number Generator und fahren diese dann, sprich 1 von 29. Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ja, bis zum nächsten Bus im 18 Video.